Franz Fürbers, Botaniker, 1946 bis 1964, Wilhelm-Weber-Straße 2. Franz Fürbers, geboren am 4. Juni 1902 in Prag, gestorben am 19. Februar 1964 in Göttingen, war ein deutscher Botaniker. Leben. Franz Fürbers studierte an der Deutschen Universität Prag und promovierte 1924 mit einer Dissertation über soziologische und ökologische Probleme an Felspflanzen in Nordböhmen. 1928 wechselte er nach Frankfurt am Main, wo er sich 1931 mit einer Arbeit zu Zusammenhängen zwischen xeromorph gebauten Hochmoorpflanzen und ihrem Nährstoffhaushalt habilitierte. Von 1933 bis 1939 war er an der Universität Göttingen tätig. 1939 wechselte er dann nach Stuttgart-Hohenheim und 1941 nach Straßburg. Nach Kriegsende kehrte er 1946 nach Göttingen zurück, wo er 1952 Leiter des neu gegründeten Systematisch-Geobotanischen Instituts wurde. Leistungen. Angeregt durch die Arbeiten Lennart von Posts schuf Franz Fürbers mit seinen Arbeiten über die Bestimmung der Walddichte und der Vegetation waldloser Gebiete mit Hilfe der Pollenanalyse 1934 und dann 1937 mit der pollenanalytische Nachweis des Getreidebaus wichtige Grundlagen für die moderne vegetationsgeschichtliche Forschung. Seine Spezialgebiete waren Paläobotanik und Paläonologie. An dem Standardwerk für Hochschulstudenten der Botanik, dem Hochschullehrbuch Straßburger, hat Fürbers lange Jahre mitgearbeitet. So zeichnet er von der 20. bis zur 28. Auflage 1939 bis 1962 für die Abschnitte Samenpflanzen und Pflanzengeografie verantwortlich.